Hallo Leute, ja, Eiktür haben wir geschafft. Wir sind wieder zurückgegangen, haben eine Runde gepennt. Es wird auch schon langsam draußen hell, das ist schon mal gut. Wir müssen jetzt nur gucken, wie es weitergeht, ne? Gleich mal gucken, ob es irgendwas gegeben hat, dadurch, dass wir ihn niedergemacht haben. Es wird an der Werkbank wahrscheinlich sein. Das schauen wir gleich nach dem Intro. So, und siehe da. Geweihspitzhacke. Mit diesem mächtigen Werkzeug können selbst die stärksten Felsen gebrochen werden. Das heißt, den stellen wir jetzt erstmal her, ne? So, könnte man nochmal herstellen. Auch geil, oder? Kann man es denn noch aufwerten? Nee, kann man nicht. Aber er ist erstmal gut. Holzpfeile, Kolke. Das ist neu. Fackel, Leder, Brustpanzer, Lederhose, Zelumpt. Ich glaube, wir haben nur die Spitzhacke da gekriegt, sozusagen. Ja, sieht so aus. Das andere ist alles gleich. Ich habe auch schon hier Dingensheile gemacht vorher. Habe da natürlich reingespickert hier, ne? Und dann habe ich das da gesehen. Gut, das heißt, wir sind hier erstmal durch. Wir gehen jetzt hier hin und öffnen das. Und hier können wir jetzt schauen. Okay. Ein leckerer, heller Fisch. Was können wir jetzt hier erstmal rumpacken? Das Fleisch geht hier hin. Das kommt in die andere Kiste. Harz ist jetzt auch nicht hier. Holz ist jetzt auch nicht hier. Das Geweih andere Kiste. Hier ist die Spitzhacke. Die Spitzhacke tauschen wir mal gegen die gerade aus. Obwohl, wir können auch den Knüppel auch austauschen. Hier können wir ja Land mit einebnen, oder wie war das, ne? Hier oben haben wir noch Leder, das kann da rein. Und Geweihe haben wir immer noch, ey. Vierer. Ja, ich glaube, dann gehen wir noch an die andere Kiste gerade. Und packen da auch noch aus. Dann können wir auf jeden Fall den hier reinmachen, den Grauzwerg, das Grauzwergenauge. Die Geweihe kommen da hin. Das kommt hier hin. Holz kann auch erstmal hier hin. Das geht auch noch hier hin. Und dann sieht das erstmal alles wieder gut aus, oder? Den Knüppel? Ja. Lass den Knüppel erstmal Knüppel sein. So, das bedeutet, wir können jetzt hier rausgehen. Wir können auf 5 diese Spitzhacke nutzen, um dann irgendwelche Steine zu zertrümmern, oder? Den da? Geht das? Ist das jetzt so? Ah, da ist Hagen. Der Düsterwald ist äußerst reich an Mineralien. Sein Boden birgt Kupfer und am Ende des Ozeans findet so Zinn vorkommen. Und nun geht und beansprucht die Rohstoffe der Erde für deine Zwecke. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt in den Düsterwald gehen. Am Strand des Ozeans Zinn vorkommen. Okay. Aber hier kann ich jetzt auch abbauen, oder nicht? Habe ich da jetzt was gekriegt, oder nicht? Ah, es ist was kaputt gegangen. Ich kriege also Steine daraus. Und nicht wenige, wie man sieht. Oh, Alter, ey, erschrick mich doch nicht so, ey. Warum musst du auch hier rumrennen, ey? Ah. Jetzt läuft hier bestimmt auch noch ein Schwein rum, ne? Gehe ich von aus. Nee, aber ein Reh. Nein, ein Reh nicht, ist ein Hirsch. Ja, sehr schön. Gleich schon ein Treffer, ne? Hier ist lecker Essen. Und wo ist, da ist nochmal lecker Essen. Haben wir auch Dingens gekriegt jetzt, Hirschfell. Sehen wir hier, haben wir schon als erstes gekriegt wohl. Das ist herrlich, ne? Wenn die Sonne hier so scheint. So, Düsterwald. Im Düsterwald gibt es Kupfer. Warte mal, hol mal den Hammer gerade raus. Der Hammer war auf. Ah, haben wir jetzt überhaupt nicht mehr mit, den Hammer? Doch, da ist er.
Dann machen wir das Geweih erstmal dahin. Ah, das wollte ich ja, muss ja auch noch dargeboten werden, ne? Oder wie war das? Als Opferstein da bringen. Ach, das müssen wir auch noch machen, ne? So, raus. Vier. Rechtsklicken und dann sehen wir noch was. Aber hier ist nichts mehr geworden, oder? Hier können wir noch ganz viele Sachen bauen. Möbel. Aber nichts das, was ich jetzt irgendwie mir vorstelle. Gut, okay, Opferstein. Ja, eigentlich da oben, ne? Kriegen wir das denn da hin? Weiß ich nicht. Jetzt ist hell, jetzt sehe ich das ja wenigstens, ne? Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich ja jetzt doch was geopfert. Komm, spring hoch. Aber an dieser Platte nicht, oder? Wo ist denn das Teil da? Registrierter Ort, ja. Ach so, da unten muss ich jetzt dann tatsächlich doch hin, weil da steht jetzt Ecktür. Gut, das heißt, wir müssen nach Süden gehen, das ist da lang. Okay. Aber hier gibt es erstmal was zu essen. Aber da gibt es nochmal was zu essen. Macht nämlich Sinn, jetzt gerade mal die Vorräte wieder aufzufüllen. Ah, ich hätte vielleicht was anderes essen sollen. Ne, ist alles gut. So, Süden war da lang. Dann gucken wir mal nach dem Opferstein vor Eiktürk. Wenn der so ausgesprochen wird, weiß ich gar nicht. War das hier lang? Ja. Bisschen weiter nach links. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht irgend so ein Wildschwein in die Arme laufe, ne? Mal da. Ne, da ist nichts. Und dann weiter noch nach links. Was ist das? Nix. Ein Reh. Sechs. Speichen. Sehr schön. Fleisch und Fell. Und hier ist die Opferstätte. Gegenstand anbieten. Da muss ich das erst da drauflegen. Vier. Nichts passiert. Vier. Nichts passiert. Aber da stand doch Alktürk, oder? Runenstein lesen. Jage seine Nachkommen. Ja, keine Ahnung, was das jetzt hier bringt. Ich hätte jetzt gedacht, ne? Der muss dahin, habe ich gedacht. Ja, jage seine Nachkommen, habe ich doch gemacht, oder? Was soll ich jetzt hier opfern? Coole Frage, oder? Jetzt geht die Schrift wenigstens weg. Vier ist doch der, diese Maske, nichts passiert. Kann ich hier was anderes opfern? Nee, ne? Hier seine Knochen? Aber das soll doch. Verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht geht. Den habe ich schon gelesen, das bringt mir auch nicht weiter. Gegenstand anbieten, 4, passiert auch nichts. Vielleicht müsste ich jetzt ein normales Geweih da anbieten. Aber jetzt habe ich gerade keins mit, ist klar, ne? Und eben habe ich natürlich auch keins gekriegt, obwohl ich den Hirsch erwischt habe, ne? Ist auch klar, ne?
Ist das dann Unterstand? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Pass mal auf, gleich läuft hier wieder irgendwer rum und ich kriege einen auf die Rübe, oder? Was ist das? Stein aufheben. Also es ist irgendwas, ne? Aber was? Kann ich hier mit der Hacke das anfangen? Fünf. Oh ja. Da wird der Boden gerade, ne? Oder? Nee, ich höhle was aus, oder? Hier ist bestimmt was vergraben, oder? Oh, ich dachte, da war nur der Schatten. Ich habe jetzt gerade gedacht, da kommt wer oder so. Ja, war wohl nix, ne? Na, hätte ja sein können, ne? War es umsonst, oder? Irgendwie war das gerade komisch mit dem Geräusch. Okay, da kann ich nichts machen, glaube. Kann ich hier was machen? Kann ich den Opferstein kaputt machen? Nee, ne? Super, oder? Da läuft ein Hirsch. Kriegen wir den noch? Ah, so ein oller Gräuling, ne? Kopfschuss. Der Gräuling, der ging mir jetzt aber voll daneben, ne? Den habe ich jetzt nicht getroffen, ne? Ich sehe aber auch nicht, wo er hin ist. Schade. Hier ist eine neue Wiese, oder? Das war gerade wieder so ein Reh, der ziemlich nah war, ne? Hier habe ich noch nichts entdeckt, oder? Wer weiß, was hier so rumlungert. Und da sind auch große Steine in der Runde. Ist da unter den Bäumen auch noch was? Sieht auch irgendwie komisch aus, oder? Was war das? Da gerade Wildschweine gespawnt, oder was ist das? Was liegt da? Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Es sind tatsächlich zwei Wildschweine. Okay. Soll ich da mal zwischen den Dingern graben? Ist ja auch sowas wie eine Opferstätte, oder? Wir haben doch jetzt dieses Ding mit 5 da. Aber sieht nicht so aus, dass hier was ist, oder? Oder muss ich tiefer? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht, oder?
Ja, das war wohl nix. Das sieht hier irgendwie so anders aus, ist aber nix, oder? Spitzhacke 5, okay. Ist das Stein oder ist es kein Stein? Das ist Stein. Ich hätte gedacht, da sah so ein bisschen mit Grünspan drauf. Als ob das was anderes gewesen wäre. So wie dieses hier sieht auch irgendwie so aus, als ob es was anderes ist, ne? Auf jeden Fall trainiert es schon mal was. Aber ist auch nur Stein. Da ist ein Wildschwein. Ich habe wieder zu früh rumgehauen, ne? Und wo ist jetzt hier so ein Gräuling? Da oben. Nee. Da ist er. Okay. Bisschen harzer Roller wohl, ne? Ist hier noch was zu entdecken? Oh, da ist schon wieder sowas. Da wachsen bestimmt Pilze dran, ne? Das waren doch so Sachen. Ich glaube, wir gehen dann auch mal langsam nach Hause, ne? Weil es wird dunkel, oder? So, das ist eine Holztür, die konnte man aufmachen, ne? Hat ja wieder gut geklappt. So, aber nichtsdestotrotz, lass uns nach Hause gehen. Ich weiß zwar nicht gerade, wo es ist, aber ich glaube diese Richtung. Ja, wenn wir nicht immer an irgendwelchen Steinen hängen bleiben, würden wir das gut klappen, ne? Sonnenuntergang ist auch schon nah. Okay, ich würde sagen, ich laufe nach Hause, guck zu, dass wir wieder fit werden und vielleicht scheint dann auch wieder die Sonne, wenn ich dann weiterspiele. Ja, hau doch mal. So, jetzt hat's geklappt. Okay, ne, wie gesagt, ich laufe nach Hause, hoffe, dass alles gut ist und wir wieder fit sind und vielleicht ist es auch wieder hell, wenn wir den nächsten Tag loslaufen. Müssen wir dann mal gucken, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao! Ah, war ein Wildschwein, ne? Aber ich sehe es nicht. Wo ist es? Scheiße, ich sehe es nicht. Macht keinen Sinn. Oh, es muss aber Sinn machen, weil da rennt es rum. Ja. Haben wir's. Bis dann.